Zeit für Witz vom Olli. Ja, Obacht! Besser spät als nie. Ja, es ist Donnerstag, es ist schon 9.30 Uhr. Aber wenn man Unternehmer ist und wenn man Familienvater ist und wenn man auch noch gern im Stau steht, also der klassische deutsche Autofahrer, der steht ja gern im Stau. Ja? Und dann verbietet sich es natürlich, das Mobiltelefon rauszunehmen und während der Fahrt was aufzunehmen. Habe ich ganz früher gemacht. Bitte nicht nachmachen, ist nicht erlaubt, ist verboten. Ganz liebe Grüße auch an meine Freunde bei sämtliche Polizeistationen auf der ganzen Welt. Kommt nicht. Ich weiß, er ist steinalt, aber jetzt ist so einer meiner Lieblingswitze. Wenn ich, wie heute Abend in Fürth, wie ich schon gesagt habe, es gibt nur Karte an der Abendkasse. Das mit dem Ticketlink ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber am besten einfach bei der Komödie anrufen oder E-Mail schreiben, dass ihr noch kommen wollt und dass ihr Karte wollt. Das ist zwar ein bisschen umständlich, ein bisschen oldschool, aber es funktioniert. Und wichtig ist, alles 18.30 Uhr statt um 19.30 Uhr. Also, und wenn ich dann so auf der Bühne stehe, dann frage ich alles mal ab, sind Lehrer da? Da habe ich ja auch so ein paar Spezialität. Dann, ich sag nur, der dritte König von Nazareth. oder was ist schon ein mega Lehrerwitz. Ja, wo der Lehrer fragt, Kinder, habt ihr schon mal was Skurriles erlebt? Also, ich will nicht zu viel erzählen. Jetzt werden sicher viele schauen, warum erzählt er denn nicht? Dann wartet bis, vielleicht erzähle ich ihn am Sonntag, wenn er in die Kommentare schreibt, erzähl die. Und dann frage ich auch, sind Beamte da? Ja, treffen sich zwei Beamte auf dem Flur, sagt der eine zum anderen, kann ich auch nicht schlafen. Habe ich in Bayreuth erzählt und da haben gar nicht so viele gelacht. Als ich am nächsten Tag in Fürth war, haben viele gesagt, Olli, wusstest du nicht, Bayreuth ist eine Beamtenstadt? Jetzt war ich es, den erzähle ich dort nicht mehr. Und so kommt natürlich auch das Thema, sind Polizisten da und dann immer wieder melden sich mal welche. Und das ist halt für mich der Klassiker des Polizeiwitzes, wo der Mann in Verkehrskontrolle kommt und der Polizist ihm ein Zeichen gibt, so Scheibe runterlassen. Er lässt Scheibe runter. Der Polizist streckt den Kopf rein und sagt, hier riecht es aber ganz schön nach Alkohol. Und der Fahrer sagt, jetzt wo sie näher kommen, riech es auch. So großartig, jetzt wo sie näher kommen, rieche ich es auch. Und ich habe das bei meinem letzten Auftritt in Pfaffenrod erzählt, außer Dinge mal nachzuspielen. Kommst du in eine Polizeikontrolle, der Polizist sagt, sie sind zu schnell, Handschuhfach aufmachen, nein rufen, Brücke an Maschinenraum, weniger Kohlen, wir sind zu schnell. Ich werde es beim nächsten Mal machen. Aber jetzt beobachten. Der Stefan Gander hat mal angeschrieben, so ein ganz kurzer, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich den schon erzähle, aber ich glaube es fast nicht. Ja, Zieglinde und Samantha treffen sich, dann sagt Zieglinde, du, wenn ich neue High Heels trage, bekomme ich immer Blase. Dann sagt Jan, das ist bei mir umgekehrt. Weltklasse. Wenn ich neue High Heels anziehe, bekomme ich immer Blase. Das ist bei mir umgekehrt. Und dann hat mir der Matthias Döppner auch mal wieder eingeschickt. Wo die Mädels beim Mädelsabend sitzen, sagt Sabine, boah, heute habe ich im Elektriker in Reizwäsche die Tür aufgemacht. Sagt die andere, so fangen doch immer Pornos an. Dann sagt sie, nein, ich habe Tür zugemacht, ich traue keinem Elektriker in Reizwäsche. Und dann witzt er mir auf, ich traue keinem Elektriker in Reizwäsche. Die letzten Worte des Elektrikers, was ist denn das für ein Kabel? Und zum Handwerkerthema,
ist ein Handwerker, nein, ist eigentlich ein Sportlerwitz, wo sie den Weltrekordler und Weltmeister im Hammerwurf interviewen und sagt der Reporter, sag ich mal, Sie haben Ihre Konkurrenten ja um 10 Meter geschlagen, können Sie mir mal erklären, wie Sie einen Hammer so weit werfen können? Dann sagt er, siehst du, ganz einfach, mein Großvater war Langzeitarbeitsloser, mein Vater war Langzeitarbeitsloser und die haben beide zu mir gesagt, wenn da einer einen Hammer in die Hand drückt, werfen weg so weit wie du kannst. Meister Ling, wirf den Hammer weg. So. Jetzt in diesem Sinne, bleibe gesund, werde gesund, verliere niemals den Humor, sonst wird es wieder ernst. Am anderen Ende war der Olli und ich freue mich auf die, die heute Abend nach Fürth kommen. Obacht!